Die Lubjanka, das KGB-Hauptquartier in Moskau. Die Akten über die Schläferagenten sind im Archiv in einem Atomschutzkommandobunker 30 Meter unter der Erde. Der einzige Weg rein oder raus ist dieser Hochsicherheitsaufzug. Wir brauchen entsprechende Vollmachten. Da kommt unser Kontaktmann Belikov ins Spiel. Belikov ist seit fast 10 Jahren unsere Quelle im KGB. Er bringt uns rein. Er hat uns am Yamantau geholfen und es wieder tun. Das ist Wahnsinn. Selbst für ihn. Macht er wirklich mit? Eine akute nukleare Bedrohung rechtfertigt jegliches Risiko. Da würde er mir sicher zustimmen. Sam, hol Belikov an den Apparat. Okay, ich muss jetzt runter in den Keller und Adlers Team reinlassen. Das machen wir doch. Auf geht's. Okay, komm ran. Keiner am Schalter. Okay. Happy Best Morning. Adlers Team braucht Uniformen, um sich zu tarnen. Ich sollte 2 Soldaten in den Tunnel locken. Hier, Belikov. Schick dein Sicherheitsteam zu mir in den Heizraum. Sofort! Ich würde dir, Regitan, empfehlen, eine Unterlage zu besorgen für deinen Stuhl. Bei Ikea gibt es so eine komischen Plastikunterlagen. Also du kannst damit auch auf Laminat rumrollen, aber würde ich dir jetzt nicht empfehlen. Safety first, so wie Vogti das schon sagt. Die kostet auch nicht viel. Ich glaube, ein 10er oder so. Ich habe davon halt hier... ich habe hier halt diese Matte liegen. Siehst du das? War nicht sicher, ob du Wort hältst. Da roll ich die ganze Zeit. Ich hatte ja keine Wahl, oder? Ich hatte ja keine Wahl. Mit dieser Karte kommt ihr mit dem Aufzug in den Bunker. Was ist mit Uniformen? Klingt, als wären sie jetzt da. Okay, ich locke sie durch und lenke sie ab. Ihr zwei macht den Rest. Da war ein, da war Entdeckung. Kein Blut. Aber ich habe auch bald kein Laminat mehr. Die Uniformen müssen sauber bleiben. Yay! Tam, tam, tam. Я нашел на запрудюн две. Нету никакого оправдания твоей некомпетентности. У нас есть очень строгие протоколы. Что вы это предотвратить? Понятно? Пожалуйста. Ich muss los, aber ihr solltet alles Nötige haben. Falls jemand fragt, ihr untersteht Kommandant Sobol. Sobol. Zieh um. Ich zieh mich um. Hier. Waffen und Schlüsselkarte sind in der Tasche. Hauptsache, wir gehen erstmal mit so einer schön ledrigen Sporttasche da rein. Los, hier entlang. Na klar. Fällt auch gar nicht auf. Sind wir im Bunker? Gibt's kein Zurück. Das fällt auch gar nicht. Hey, Besa und Moin. Mensch, Adler, geh zu! Hey, Super Oshi, moin! Товарищ, можешь пустить нас? Ладно. Ich sehe schon, keine Metalldetektoren für uns. Wir gehen außen rum. Wir gehen außen rum. Er geht erstmal mit voller Punktur und Waffen und alles da durch. И куда это вы направляетесь? Досмотр обязателен для всех без исключения.
Wir должны пройти досмотр. Uh-oh. Oh nein. Товарищ, доставьте вашу сумку сюда для досмотра. Вайтом нет нам кодимости. Дайте нам против. Не принимайте это близко к сердцу, товарищ. У меня приказ досматривать всех, без исключения. Беликов, ком! Товарищ, ты нужен за Каеву. Я разберусь. Спасибо, товарищ. Окей. Опостовичи, Беликов. По-моему, здесь нет. Пойдем. Hi, alles gut, tschüss. Ай-яй-яй-яй-яй. Будет продолжаться столько, сколько нужно. Warum wird hier drin? Ist das Stalin? Da hängt Stalin an der Wand. Ich finde die Taschen irgendwie ein bisschen geil, ey. Bring uns runter. Die würden bestimmt super gut in Dings ankommen. In Friedrichshain. Oh, nee. Scheiße. Новые лица. Когда вы прибыли? Что видалаче? Aufzugskonversation ist immer unbeholfen. Sehe ich auch so. Ausrüsten. Ohne AKSU. Die beste Waffe von Haus. Die werden sich nicht über uns freuen. Auf mein Zeichen. Oh, ich hab was anderes. Hier geht's zum Tresor. Wo? Hey Gecko, moinzen. Okay. Immer weiter zum Tresor. Ich muss nachladen. Scheiße. Ich dachte, ich kann nur nachladen. Alle mit einem Magazin. Hier geht's zum Tresor. Oh, nur Headshots, Junge! Nur Headshots! Wir haben eine scheiß Pumpe dabei? Wir haben die scheiß Pumpe dabei! Oh!
Wir müssen unbedingt die Evakuierung sichern. Ein Gaskanister in den Schacht. Gut, gehen wir zum Tresor. Ja, denn open the gates. Was soll denn das? Ja, dann lauf doch nicht vor mir rum, du Idiot! Wir sind gleich am Tresor. Feuer auf deinen Kameraden wird nicht toleriert. Ah ja. Da ist der Tresor. Mach die Tür auf. Ich gebe dir Deckung. Der Witz ist, ich glaube, das gibt's halt wirklich in real so. Ist die Nate vor meinen Füßen gelandet? Gelandet? Na los, Bell. Mach. Ist sie vor meinen Füßen? War das so eine Tarkov, Nate? Spitze. Gut. Den Tresor auf. Ich mach den Tresor auf. Der liegt aber ungünstig. Schnapp dir die da. Ich halte Wache. Ich glaube, den gibt's halt wirklich in real auch. Uns bleibt nicht viel Zeit, bevor sie durchbrechen. Haha, der Modem ist down. Kopier sie auf eine Diskette. Nikita? Sau! Warte mal, irgendwas? Uns läuft die Zeit davon, Bell. Die schneiden sich durch die Tür. Sie sind fast durch die Tür durch. Bereit machen. Sie kommen. Wohin? Sie riegeln alles ab. Mir nach. Na, ein Wunder, dass hier eine Tür aufgegangen ist, Mensch. Ja. Adler. Adler, meine ich, Entschuldigung. Yes, Herr Moinsen. Ihr habt keine Chance. Gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. Alle Ausgänge sind abgeriegelt. Ergebt euch. Doch, man stirbt sehr schnell, Hirschi. Doch, doch. Das gefällt mir nicht. Ist wie auf dem Präsentierteller.
müssen einen Weg rausfinden. Oh Gott, hab ich mich erschrocken! Ihr Hund hier! Du bist einfach, ey, ohne Scheiß, du bist, du, nee, du bist einfach scheiße nutzlos, du Penner. Dann schieß ihn doch um da drüben auf der Seite. Blöde Arschmann, ey. Oh. Willst du Adler heißen, wird das nicht passieren. Du hast es jetzt hingekriegt mit 5 Schuss, ja? Okay, ich wollte schon sagen. Da kann das rausgehen. Das ist ja auch die einzige Tür. Natürlich geht's hier raus. Ihr seid umstellt. Wir kommen eure Sie Kameraden. Haben Belikov. Plan B, Bell. Aktiviere das Gas. Lass die Waffen fallen und ergänzt euch, sonst stirbt er. Wenn wir loslegen, zieh Belikov eine Maske über. Ich gebe Deckung. Alarmiert. Riegeln das Gebäude ab. Wir müssen uns rauskämpfen. Brauchen schwerere Ausrüstung. Da weiß ich wo, mein Freund. Wir brauchen schwerere Ausrüstung? Bei dem Aufzug, mit dem Sie mich runtergebracht haben, sind wir bewaffnet. Wir müssen uns bewaffnen, bevor Verstärkung ein... Dabei, kommt weiter. Die Ausrüstung ist hier drüben. Haltet mir den Rücken frei! Ey, kriegst du überhaupt irgendwas geschickt, ey? Schnauze jetzt hier! Ich habe Kontakt! Du hast gar nichts! Du stehst da und guckst, du Pfeife. Geh in Deckung! Freiballprediger, moin. Hallo, ich grüße dich auch, hallo. Wasser und Granate! Granate! Gib mir Deckung! Die Ausrüstung. Panzerung, Helme, LMGs und Sprengsätze. Jetzt nach oben. Schön alt hin, Alter. Lazar, wir treffen uns in 5 Minuten im südwestlichen Hof. Und wir bringen Belikov mit. Die Rückbank ist ja groß. Sobald wir aus dem Aufzug raus sind, haltet immer auf den Hof zu. Mach die Ladung bereit, Bell. Schöne Fort und, alt hin. Los geht's, Bell. Thank you.
genau mein Geschmack, Junge. So stelle ich mir das vor. Wir sind fast da. Ruhe. Irgendwo höre ich Step. Los, los, rein ins Auto. Ich gebe Deckung. Einfach sinnlos. Reinhalt. Gott. Irgendwie habe ich schon so ein leichtes Fiepen auf dem Ohr. Zeit. Ich habe auf Ihren Anruf gewartet. Ich sollte mal ein bisschen leiser machen. Wir haben in Moskau einen Mordschaos verursacht. War es das wert? Edler hat trotz allem die Liste mit den Namen der Schläferagenten beschafft. Der Typ hat echt Eier, das muss ich ihm lassen. Bell war gut. Sieht so aus. Aber ich finde, das Team wird zu selbstsicher. Sie tun so, als wüssten sie, mit wem sie es zu tun haben. Vielleicht. Einer dieser Schläferagenten hat Verbindungen zur Operation Greenlight. Theodore Hastings, ein Kerntechniker aus der Nähe von Salt Lake City. Wollen Sie glauben, dass er Hastings aktivieren wird? Genau. Vollständige Überwachung ist bereits veranlasst. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns zu Perseus führt. Ja, du klingst auch super bad, Elvinko. Du klingst auch super bad, okay? Ist aber auch egal, welches Geld, ne? Die ist aber super bad. Theodore Hastings jüngste Aktivitäten führten uns hierher. Kuba. Direkt vor unserer Haustür. Eine verlassene Regierungseinrichtung im ländlichen Kuba ist zur Zentrale für Perseus geworden. Dort liegt wohl auch die gestohlene Bombe. Castro hat sicher zugestimmt. 20 Mäuse für jeden, der ihn vor mir erwischt. Wen? Castro oder Perseus? Egal. Wir lassen nicht zu, dass er die Bombe in die Staaten bringt. Es ist Zeit, Perseus auszuschalten. Endgültig. Team, regelt, was noch zu regeln ist. Nach dem Start gibt es kein Zurück. Oh. Haben wir jetzt wirklich... Komm da drüben nicht auf dumme Gedanken. Haben wir jetzt wirklich für zwei... Für zwei Missionen? Okay, los geht's, Leute. Sind Sie verfügbar? Warnung, du stehst kurz davor, Perseus in Kuba. Okay. Das ist die letzte Mission. Hastings hat Salt Lake City verlassen. Wir sind ihm bis nach Kuba gefolgt. Wir denken, Perseus hat die Atombombe dorthin gebracht. Langley glaubt, Castro könnte Perseus helfen, sie in die USA zu schmuggeln. Für einen Blick auf die Hardware, versteht sich. Dazu wird es nicht kommen. Was ist der Plan? Die letzte Spur von Hastings gab es 30 Meilen südlich von Havanna. Perseus versteckt die Atombombe vermutlich dort in einer verlassenen Anlage. Er will kein Aufsehen erregen, also rechnet mit moderaten Sicherheitsvorkehrungen. Ich sage einschlagen und einsammeln. Abspringen, Atombombe sichern mit dem Skyhook raus. Und wenn sie nicht dort ist? Ist sie. Perseus braucht Hastings nur aus einem Grund in Kuba. Zum Scharfmachen und Zünden. Also gut, Hudson kümmert sich inzwischen um die Evakuierung. Wenn alle bereit sind, kann es losgehen. Adler ist spät dran. Nein, Schatz, wir sind früh. Adler sollte hier jeden Moment... Park, wir sind in Position. Bestätigt. Rücken vor zur Flanke. Okay, Leute. Ihr wisst Bescheid.
Du hast noch einiges an Spielzeit vor dir. Ja? Okay, dann ist gut. Dann freue ich mich darüber. Ich meinte nur, weil jetzt halt kam, dass kein Zurück mehr ist. Das heißt ja meistens, dass die letzte Mission ist. An alle Aber danke, Storch. Wir gehen schnell und entschlossen vor. Findet Hastings. Sichert die Bombe und dann nichts wie raus. Wir gehen Woods, reiß den Laden nieder. Wird ja auch Zeit. Hallo? Hallo? Wo seid ihr denn? Achso. Kirchen sind immer so groß. Okay, ich bin ready. Ihr auch? Ach, ich muss... Macht ihr, Bell. Na klar! Natürlich! Ich mit einer Sniper mache natürlich die Tür auf. Ganz klar. Wie ein beschissenes Gurke. Oh! Auswärmen! Zum Haupttor vorrücken! Erster Stock! Okay, wir snipern, Boys! Feier! Feier! Oh Gott, wie das Nachladen schon 3 Stunden dauert! Ey, du Frechtag! Ruhe! Oh, direkt in den Hoden! Wo denn? Auf der Deckung! Ungeschützter Feind! Drücke vor! Weiter geht's! Alle Geschütze eliminiert! Vorrücken, vorrücken! Drücke vor! Ich muss nachladen! Ich muss nachladen! Dann lad doch nach. Schrei doch aber nicht so. Und den kriegst du hier nicht tot, oder was, Jungs? Daran klemmt's jetzt? Ehrlich? Daran hat's jetzt geklemmt? Ich mach mir wirklich Sorgen um diese Elite-Gruppe, wenn... Drücke vor! Gehen wir! Gib mir Deckung! Wo rückt ihr denn hin?